So, einen wunderschönen guten Tag, geliebte Brüderinnen und Brüder. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Nein, warum lädst du so selten Videos hoch? Ich will doch endlich wissen, wie es weitergeht. Rüdiger? Rüdiger regelt. Dankeschön. So, geliebte Brüderinnen und Brüder, herzlich willkommen hier zurück im Kindergarten. Das letzte Mal haben wir es geschafft, die Story vom kleinen Jerome zu spielen. Shit, ich muss gerade kurz überlegen, was wir überhaupt gemacht haben. Ist immer ein guter Sitz, einfach anzufangen, bevor man darüber nachgedacht hat, was man sagen will. Ich sollte Politiker werden. Und dieses Mal haben wir ja gesagt, wir wollen mal versuchen, jetzt mal die Story von der guten, wunderschönen Frau Riesenbrust anzufangen. Beziehungsweise durchzuspielen. Werden wir es schaffen, werden wir es nicht schaffen? Schreibt's gerne in die Kommentare. Ja, ich würde mal sagen, starten wir mal rein, Freunde. Ne? So, geliebte Brüderinnen und Brüder, da sind wir wieder in unserem wunderschönen Zimmer. Ist euch mal aufgefallen, was für ein verdammt trauriges Zimmer dieser kleine, wunderschöne Junge hat? Da sollte man wirklich mal das Jugendamt einschalten, oder? Ich meine, der hat nur ein Bett und das hier soll, glaube ich, ein Star Wars-Poster sein, Alter, und ein Haufen Karten, Mann. Traurige Kindheit. Okay. So, da haben wir jetzt diesen Dings für einen Schlüssel. Ich würde sagen, auch wenn wir die Story, ich weiß gar nicht, für welche Story wir das brauchen, aber ich würde sagen, wir nehmen das Ding trotzdem mal mit hier, diese Gussform für den Schlüssel. Einfach nur, damit ich halt mal sehen kann, was Monty dafür will, dass wir das mal wissen. Die Blume lasse ich diesmal da, komm, ich würde sagen, rein in den Kindergarten, Freunde. Ah ne, ja, ja doch, warte, machen wir. Ich wollte aber nochmal ganz kurz schauen, was genau wir jetzt eigentlich machen müssen. Schauen wir da mal rein. Ja, toll, dass wir die Hints hier haben, das ist jetzt sehr nützlich. So, also wir müssen von Bugs ausgeraubt werden. Da war was. Ich erinnere mich. Okay, okay, wir starten den Tag gleich neu. Gucken wir erstmal rein. So, was dann? Wir müssen den Voice Recorder kaufen, bevor wir ins Office mit Cindy gehen, nachdem wir sie gefragt haben, ob unsere Liebe nicht genug ist. Okay, das heißt, wir brauchen für Cindy auch noch hier den Task mit dem Kaugummi. Wir müssen Jerome während der Morning Time loswerden, indem wir ihm das Jojo geben. Okay. Wir müssen mit Nugget reden, bevor Jerome suspendiert wird. Ah, okay, 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 okay. Ich sehe schon, so eine kleine Mindmap baut sich auf und die werde ich in 5 Minuten wieder vergessen haben. Bugs, Monty und Lily sollten während der Lunchtime eliminiert werden. Wie wir das machen, weiß ich auch noch nicht. Lily sollte nach Bugs und Monty eliminiert werden, nachdem man da an die Tür vom Direktor geklopft hat. Und Nugget kann nur eliminieren. Ja, das wissen wir schon. So, dann würde ich mal sagen, wir starten den Tag einfach mal von vorne, Freunde. Ja, da haben wir direkt schon wieder alles vergessen. Es ist auch gut, dass ich im Endeffekt nicht hier im Zimmer nachgelesen habe, was wir machen müssen, sondern das schön gemacht habe, als ich schon draußen war. So, das heißt, wir nehmen 3,10 $ mit, damit Bugs und ausraubt. Ja, und hier das komische Moll-Ding, ne, Freunde? Komm. So. Ah, richtig, da Geld. Oh, du hast da Geld dabei. Ja, ich habe Geld dabei. Wunderschöner, großer, dicker Mann. Bitte rauben Sie mich auf. Das ist genau mein Fetisch. Mm, raub mich aus. Nimm mich aus, Daddy. Lass mich dein Zahlschweinchen sein. Oink, oink. So, komm. Zahlschwein, da wollte ich schon immer mal ein YouTube-Video drüber machen, über dieses Thema. Das geht ja auf Twitter. Das ist ja richtig verrückt, was da abgeht. Ja, wenn ihr nicht wisst, was das ist. Ziemlich abgefuckte Scheiße, ich sag mal so viel. So ist die Frage. Ich würde sagen, wir starten den Tag jetzt trotzdem mal, indem wir der wunderschönen guten Frau hier sagen, der Bugs hat mich bestohlen. Hat er das? Interessant. Ja, pass auf, ich mach den Deal. Bugs war schon immer ein kleiner Störenfried. Er ist gewalttätig und eine Gefahr für die anderen. Wenn du rübergehst und ihn herausforderst, Alter, dann lass ich dir die Welt sein. Okay, das haben wir alle schon vorgelesen, aber vielleicht starten ja irgendwelche Leute neu ein. Ne, da Freunde, da muss man auch mal ein bisschen hier Ding. So, was krieg ich denn dafür? Ja, kriegst ein Goldsternchen. Ja, ein schönes Goldsternchen. Okay, das ist ein Deal. Wunderschön. Okay, geh da hin und organisiere einen Kinderkampf. So, dann gehen wir mal hin. Dann würde ich sagen, damit starten wir Mission. Entferne alle Kinder aus dem Kindergarten. Ha, was willst du, du kleiner Penner? Ey, ich krieg mein Geld nicht zurück. Los, verschwinde hier oder ich hau dich in die... Wenn du mir auf die Schnauze haust, bringt das dein Vater auch nicht wieder zurück. Mein Vater kommt wieder zurück. Der ist so gut Zigaretten holen. Ich habe eine Träne im Auge. Das berührt mich gerade sehr. Doch, doch. Doch, doch. Oh, sterben wir gar nicht so schlecht, Bruder. Okay, du hast auch noch gefragt, das für dich, Papa. So, dann rufen wir die wunderschöne Frau. Dong, 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 dong. Bugs! Alter, was können wir sagen? Sind wir los, ab zum Direktor. So, dann sind wir Bugs schon mal losgeworden. Und dann können wir gleich die wunderschöne Mission starten bei der wunderschönen Frau. Ich sollte aufhören zu sagen, dass ich sie wunderschön finde, oder? Das sind unnatürliche Standards in Videospielen, die immer wieder gesetzt werden. Grausam, grausam. Wir hätten Freunde sein können, aber du hast mich verraten.
Das habe ich. Ganz recht, ganz recht. Oh, was für ein schöner Tag. Endlich sind wir diesen kleinen degenerierten Pimmel los. Hier hast du dein Goldsternchen. Vielen Dank, wunderschöne Frau. Ich hab's schon wieder gesagt. Ja, wir könnten natürlich schon einen Deal machen, dass ich Jerome loswerde und so weiter, ne? Sagen wir mal zu. Oh ja, das höre ich gerne. Los, seh mich während der Morning Time und ich sag dir, was zu tun ist. Alles klar, wunderschöne Frau, da sehen wir uns. Und jetzt muss ich auf jeden Fall... Hey, ich bin Monty. Halalalalala. Nee, warte. Das will ich noch nicht machen. Okay, also es kostet einfach nur einen Apfel. Erstmal würde ich sagen, gehen wir jetzt zu Lilly und sagen, dass wir ihr Freund sein wollen. Indem wir hier der Alten das Ding da in die Haare klatschen. So. Oh Mann, das wird super. Endlich kriegt ihr, was sie verdient hat. Und am Ende wird sie sich umbringen. Yay! Okay. Dann haben wir einen Kaugummi. Und jetzt gehen wir zu Monty. Und, oh Gott, jetzt hätte ich fast drauf geklickt, ne? Und jetzt müssen wir den Voice Recorder kaufen. Hä, das ist ein ziemlich cooles Gerät, ey. Das kann dir helfen. Wie 2,50, Alter. Was für 2,50, Bruder? Ich hasse mein Leben. Hey, es ist schon wieder Montag. Wer hätte das nur erwartet? Okay, scheiße, 2,50 war das, ne? Ey, ich nehme einfach mal meine ganze Kohle mit, komm. 5,15 sollte reichen, oder? Ja. Ja. Hey, Junge, du hast dein Master gemacht und weißt nicht, was 5,15 durch 2 ist. Doch, ich weiß das. Ich weiß das. Ich überlege nur gerade, was anderes mussten wir nicht kaufen, ne? Okay. Hey, es ist schon wieder Montag, wer hätte das nur erwartet? Es ist eine wunderschöne Sache, dass es diese Funktion gibt. Hat hier mehr als 3 Dollar? Ja, habe ich. Komm, raub mich aus. Nimm mich aus. Du willst es doch auch. Komm, zack. Exzellent, los, gib mir das. Ja, hier hast du das. So, jetzt haben wir aber noch genug, um den Scheiß zu kaufen, Freunde. Ich würde sagen, ich überspringe das an dieser Stelle, weil das hatten wir jetzt schon 3-mal oder so, ne? So, geliebte Brüderinnen und Brüder, wir sind wieder an dieser eine Stelle. Wir haben dort Goldsternchen, Bugs ist weg. Und mir ist etwas aufgefallen. Ich wollte gerade wieder von Cindy das Ding mit dem Kaugummi machen. Aber mir ist aufgefallen, dass man bei Cindy da an dieser Stelle schon sagen kann, hey Cindy, süße, wunderschöne Cindy, Alter, ist unsere Liebe nicht genug? Deswegen, ich glaube, wir müssen tatsächlich diesen komischen Recorder jetzt schon kaufen und dann müssen wir zu Cindy gehen. Das heißt, wir müssen das mit dem Kaugummi gar nicht machen. Ich glaube, da war ich schon wieder auf dem Holzweg. Wie Parkettdielenjäger. So, guter Mann, ich möchte etwas kaufen. Das habe ich zu verkaufen. Ich hätte gerne den Voice Recorder. Das ist ein ziemlich cooles Gadget, Alter. Da kann ich auf Ärger raushalten, wenn dich irgendjemand beschuldigt, irgendetwas gesagt zu haben, was du gar nicht gemacht hast. 2,50. Was sagst du? Okay. So, haben wir noch 007 Cent. Okay, wunderbar. Dann brauchen wir nicht mehr. Gehen wir zu Cindy. Hey Cindy, was geht ab, Alter? Na, hat dich die Angst, alleine zu sterben, endlich dazu gebracht, doch noch hier das Kaugummi in Lillys Haare zu klatschen? Oh nee. Ich hatte den Dialog schon gestartet, das war ein Fehler. Hey! Bin ich bereit für einen weiteren Tag im Kindergarten? Ich glaube, ich weiß, wie sich die Hölle anfühlt, Alter. Och Gott, Alter, ey, ich komme mir echt vor wie so ein dementer Rentner, der jeden Tag dasselbe erlebt, Alter. So, jetzt kaufen wir das Ding vom Monty, Alter. Gib mal her jetzt hier, komm, der Voice Recorder, ja. Zack. So, das war wunderschön. Das hat mich richtig... Okay, wir brauchen nicht mehr. Guck mal, jetzt guckt sie nicht schon. Du kleine du weißt, was geschlagen hat, Junge. Jetzt geht's los. Hey, Süßer, ich bin Cindy, willst mein Freund sein? Na klar. Das höre ich gerne. Wir wären super das süßeste Couple in der Schule, aber erstmal musst du was für mich tun. Ist unsere Liebe denn nicht genug? Das ist süß, aber nee, ist sie nicht, ne? Du musst mir schon beweisen, dass irgendwas... Oh Gott, bis hier waren wir noch nie im Dialog. Was soll ich denn sagen? Warum? Ich beweise dir gar nichts. Oder wie beweise ich das, Freunde? Ich sag einfach mal, warum. Warum soll ich dir was beweisen, Alter? Warum? Na, weil ich das absolut schönste und klügste und netteste Mädchen dein bin, was du jemals treffen wirst. Ist das nix für dich? Ah, okay. Das klingt gut. Also, was soll ich machen? Ja, du scheinst mir nicht irgendeine dieser Attribute zu besitzen. Sagen wir mal das hier. Entschuldigung. Bitch, you didn't. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Alter, weil, weißt du, du hast, Alter, am liebsten hätte ich gesehen, wie du ausgenockt wirst, Alter, wie du hier rausgetragen wirst, wie du hier ausgeschaltet wirst. Das würde ich gerne sehen, ne? Probier's doch, Alter.
Okay, du hast danach gefragt. Na, was willst du jetzt machen, ne? Willst du mich schlagen oder was? Frauentag war gestern, heute ist vorbei, Bruder. Vergewaltigung! Oh. Sie, ich hab ihre Trap-Card aktiviert, Alter. Oh, was machen wir denn jetzt? Oh mein Gott! Was zur Hölle passiert hier nur? Ich hab irgendjemanden Vergewaltigung schreien hören. Top 10 werbefreundliche Videos. Ja, Frau Miss Applegate, ich hab das gesagt. Dieser Junge hat versucht, mich unsittlich zu berühren. Cindylein, das hatten wir doch schon tausendmal. Jungs, die dich nicht als ihren Freund, die nicht dein Freund sein wollen, Alter, das zählt nicht zur Vergewaltigung. Aber den Schulregeln zufolge muss ich euch jetzt beide zum Direktor schicken, Alter. Toll, danke Merkel, danke dafür. Abfahrt los zum Direktor. Was? Sie beschuldigen mich dafür, dass ich beinahe vergewaltigt worden bin? Ach, jetzt nur noch beinahe, ne? Das gibt Stress, Freundchen, das gibt Stress. Aber wir sehen uns vor Gericht, Mann. Jetzt hör mir mal zu, du kleiner Parasit. Du gehst jetzt los zum Direktor, Alter. Ende der Geschichte, Mann. Abfahrt jetzt. Das ist so unfair. Ja, ja. Erzähl das dem Direktor. Viel Spaß dabei. Ich hab das Goldsternchen, Bruder. Ihr könnt mir gar nichts. Es tut mir leid, Bugs, aber mir bleibt leider keine andere Wahl, außer... Oh, hey, was denn jetzt? Was macht ihr beide denn hier? Hey, ich bin der coole Direktor, Alter. Guck mal, wie ich zum Beat nicke. Er hat versucht, mich zu vergewaltigen. Hey, super. Los dann, Bugs, Alter. Es sieht so aus, als wirst du dieses Mal hier gut rauskommen, Freundchen. Ne? Das ist diesmal nicht so hart. Los, geh raus, hier, du kleiner, fetter Sack. Du. Okay, tschüss, Bugs. Haust du rein, ne? Hab dich lieb. Ich sehe dich. Oh, oh, oh. Ich sehe dich. In der Pause, Freundchen. Der wird mich fressen, Alter. Der hat diesen Jabba the Hood, dieses Jabba the Hood Face, Alter. Der wird mich, der wird mir den Kopf abbeißen. Schön rein, Orgel. Okay, ihr beiden, los, Alter. Dann lasst uns damit mal anfangen. Lass mal machen, dass das hier vorbei ist, Freundchen. Also, du beschuldigst deinen kleinen Freund hier, dich zu vergewaltigt zu haben. Wirklich, Cindy, Alter? Wirklich, Mann? Wirklich? Ja, Sir. Ich konnte ihn kaum von mir runterhalten, Alter. Der war schon überall, Mann, deine Arme. Das war wie so ein Oktopus, Mann. Und ich gehe mal davon aus, dass du das hier ablehnen wirst, dass du die vergewaltigt hast. Ist das korrekt, Freundchen? Ja, Sir, das habe ich nicht getan. Ich bin winzig, ich bin noch vor der Pubertät. Mein Pimmel, der ist noch nie steif geworden. Das habe ich mir schon gedacht. Ja, na, da ist ja keine Zeugen gehabt. Ja klar, da war ja nur ein ganzer Pausenhof voller Kinder und einer dicken Frau und einem psychopathischen Hausmeister. Aber keiner hat was gesehen, Alter. Und du hast keinen Beweis, Alter, dafür, dass du das nicht gemacht hast, ne? Also deswegen, Alter, da kann ich eigentlich nichts machen, außer euch beiden hier auseinanderzubringen, ne? Für ein bisschen, Alter. Ein bisschen auseinanderzusetzen. Nicht so ganz. Ich habe das Ganze aufgenommen. Hast du? Wow, Alter, das macht's viel einfacher, Mann. Ja, Cindy, du Bitch, damit hast du nicht gerechnet, ne? Ich hab nur noch 5 Cent in der Tasche, Alter, aber ich hab deinen Arsch auf meinem Gewissen. Cindy, muss ich mir das anhören oder machen wir es uns einfach, Alter? Machst es dir einfach und gib's einfach zu, dass nichts passiert ist, ey. Aber, ja, was? Okay, aber er hat angefangen. Er war so gemein. Cindy, nur weil Männer gemein sind, heißt das nicht, dass du einfach Vergewaltigung schreien darfst. Das ist falsch, das ist richtig falsch. Nicht gut genug. Oh, ich werde es genießen, dich nicht mehr länger in der Schule zu haben, Cindy. Ich werde diesen Rekorder hier behalten, Alter. Nur, falls es irgendwie nochmal Stress geben würde mit den Anrufen deiner Mutter oder so, der ollen Bitch, Alter, der hau ich noch richtig mies auf die Schnauze. Kann ich das Ding jetzt wieder haben, guter Mann? Wunderschöner, guter Mann. Nein, so. Und weil wir schon dabei sind, Alter, warum gehst du jetzt nicht zurück in die Klasse, Alter? Ja, ich glaube, du hast schon genug Lernzeit verpasst. Was für Lernzeit? Wir machen doch eigentlich im Endeffekt überhaupt nichts in der Klasse. Das ist ein schlechtes Schulsystem. Ist das da unten Blut unter dem Teppich? Und sind das hier Schleifspuren? Herr Direktor? Wir sehen uns. Okay, dann würde ich sagen, dann sind wir Cindy schon mal losgeworden, Alter. Dann schön ab, zurück hier in die Klasse. Oh mein Gott, du bist zurück! Wo ist Cindy, Alter? Wo ist die Bestrafung? Ich will die Bestrafung sehen! Nein, aber ich habe den Beweis, dass sie es getan, dass ich es nicht getan habe. Oh, du meinst, sie ist weg? Oh Mann, was für ein schöner Tag! Ich hatte eh keinen Bock mehr auf ihren ganzen Scheiß dazu hören, Alter! Ah, hier hast du noch ein Goldsternchen, mein Junge! Wow, jetzt haben wir noch ein Goldsternchen. Wow! Das ist ein Roos, Alter. Das muss ich jetzt mal kurz nachschauen. Roos kenne ich nur hier den... diesen Rap-Hobbit. Bei Roos mit U, Alter. Roos. Die Übersetzung für Roos bedeutet... List, Trick, Kniff, Finte. Sachen gibt's.
Ja, aber unsere kleine Liz, Alter, die hat uns nicht dabei geholfen, Bugs loszuwerden, so wie wir es gehofft haben. Vielleicht können wir den guten Bugs ja einfach zu Slop verarbeiten. Aber keine Angst, Alter, es gibt noch, wir haben noch viel, viel Zeit, um den kleinen Fettsack loszuwerden. Okay, und was ist jetzt mit Jerome? Ah, ja, ja, der große, mächtige Jerome redet immer zurück, Alter, und wehrt sich, Alter, nur weil dein Vater hier mein Boss ist, Alter. Los, lass uns den mal loswerden. Eine gute Frau, das machen wir. Na, ja, der Principal, ah, das haben wir alles schon mit dem Hallpass. Das machen wir, gute Frau, wunderschöne Frau. Ich hoffe, da ist noch ein bisschen mehr drin, da ist noch so ein Goldsternchen. Zwinker, zwinker, hoho. Exzellent, los, geh hin und hol dir das. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt erstmal das Jojo. Aber wir können uns das Jojo nicht leisten, weil uns... Ah, aber wir können den Goldstern verticken und dann haben wir genug Geld fürs Jojo, oder? Wie nevermind. Aber ich will doch... Okay, das heißt... Ich hasse mein Leben. Es ist schon wieder Montag. Hey, kennt ihr diesen Bildschirm noch? Hat den jemals einer von euch gesehen? Und wir haben nicht genug Geld, das heißt, ich werde jetzt eine Runde durchlaufen müssen und nur Kohle einsammeln. Ah, das ist doch schön, Freunde. So, Freunde, ich würde mal sagen, ich habe dort jetzt gespeedrun. Ich würde mal sagen, komm, wir nehmen einfach mal 8 Dollar mit, Alter, dann sind wir auf der sicheren Seite. So, rein da. So, da sind wir wieder. Wir haben jetzt gerade hier die Ansprache von der wunderschönen Frau gehört. Wir haben noch 1,50 Dollar und mir ist aufgefallen, eigentlich hätten wir vorhin auch die ganzen Äpfel raushauen können, ne? Aber ich glaube, das Problem ist halt, dass wir dann nicht mehr genügend Äpfel gehabt hätten, um halt eben die Tasks zu machen. Und von daher, ja, sind wir jetzt auf Nummer sicher gegangen. Das Ganze wieder ein bisschen unnötig in die Länge gezogen, so, aber da machst du nichts, Bruder. Ich hätte gerne das Jojo, wunderschöner kleiner Rotschopf. Der, vielen Dank, hier, bitteschön, dankeschön, Alter, ich brauche nichts mehr. So, jetzt gehen wir zum coolen Jerome. Hi Jerome, Dude. Irgendwer hat gesagt, der möchte, dass ich mit so einem indischen Akzent Jerome weiterrede. Aber ich komm, Alter, Jerome, Alter, du bist cool, Mann. Du bist richtig cool, Alter. Du bist der coolste hier. Guck mal, du kannst das Jojo haben, Alter. Mein Freund. Das ist ein Deal. Und jetzt, wo wir Freunde sind, Alter, sollst du was für mich tun. Bla 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 bla. Werde ich nicht, werde ich nicht. Ich werde dich verpetzen. Na 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 na. Bla bla bla. Hatten wir ja schon. Oh, übrigens, gestern, Alter, beste Geschichte. Ich dachte mir, abends könnte man so, was man so macht, ne, schön abends 9:30 so eine runde Pommes machen im Backofen, Alter. Ich greife so mit diesem Backhandschuh an das heiße Blech und denke mir so, fuck, Alter, fuck mein Leben, was ist denn jetzt passiert? Und da war einfach ein gigantisches Loch im Handschuh drin. Und ich pack da natürlich, weißt du, genau mit dieser Wichsgriffelstelle, Alter, zwischen Daumen und Zeigefinger. Da war ein riesiges Loch und damit packe ich an so ein 200 Grad heißes Blech, Alter. Junge, ich habe die Blase meines Lebens und das zwiebelt richtig, wenn ich hier versuche, damit auf der Maus rumzuklicken. Das wollte ich nur mal kurz loswerden. Also ja, Jerome, ich kann das machen, Alter. Gib mir mal deinen Hallpass, damit ich dich verraten kann, Mio. Okay, okay, okay. Dann lenk sie ab, ich habe den Hallpass. So. Ich hoffe, ich brauche jetzt nicht irgendwas, um das mit Nugget noch zu machen, Alter. Dann erhänge ich mich hier. Wunderschöne Frau, gucken Sie mal, Alter. Jerome hat hier einen Hallpass. Ich wusste es doch. Jerome, du kleine Kakerlake. Jetzt habe ich dich, mein Junge. Jetzt kriegst du richtig auf die Schnauze. Ne? Du kannst nicht einfach von deinem Vater hier so einen Hallpass klauen, Alter. Ich habe schon wieder eine andere Stimme, so reg ich mich auf. Was, Alter, du hast mich verraten an den Lehrer. Dude, Alter, ey, was geht denn bei dir? Ja, Alter, er ist eine süße kleine Ratte. Guck mal, ich rede schon wieder anders. Bitte hören Sie auf, mich eine Ratte zu nennen. Das ist ethisch nicht nett. Nee, weil du bist das. Eine süße kleine Spezialratte vom Lehrer. So wie Jerome hier, die süße kleine fiese... Der Hooligan, Alter, weg da. Der ist hier suspendiert. Ach komm schon, Bro, ich dachte, du wärst cool. Scheinbar ist er das nicht. Und weil er so uncool ist, kriegt er jetzt einen meiner speziellen Goldsternchen. So, Alter, warum gehst du jetzt nicht und bringst den Pass zurück zu deinem Dad? Ich bin mir sicher, dass er sehr gerne wissen würde, wo das Ding hingekommen ist. Oh Mann, verdammte Ratte. Bringt mich in Ärger. Mein Dad wird mich töten. Yeah, wow. Okay. Fresh, Bruder. Oh, das war perfekt. Du bist ein Naturtalent. Los, los. Lass den Kinder-Removal-Train rollen weiter. Chu-chu. Das war kein richtiger Satz. Dessen bin ich mir bewusst. Das ist mir auch egal. Guck mal, es ist schon 2 Goldsternchen, Freunde. Ja, die anderen Kinder, die gucken noch blöd. Die werden wir auch noch alle los. So, wie denn? Ja, ich habe einen speziellen Plan für Nugget. Los, freunde dich mit dem kleinen Weirdo an, bevor die Recess startet. Okay.
Fühl dich frei, jedes dieser Kinder hier in Ärger zu bringen. Los, du musst nur kreativ sein. Okay, ich werde mein Bestes geben. Okay, Nugget. Mein süßer, kleiner Nugget. Du bist der Nächste. So, hi Nugget. Nugget möchte die Morning Time nicht mit dir verbringen. Nugget ist sehr beschäftigt. Nugget, möchtest du mein Freund sein? Oh, naja, Nugget verbringt die Morning Time normalerweise nicht. Ach stimmt, Alter, das war ja mit dem Nugget. Ah, oh, da kickt die Demenz. Aber die letzte Aufnahme da von der guten Frau, das ist auch irgendwie 2 Wochen her oder so. Das müsst ihr mir verzeihen, ne, Freunde. Nugget verbringt die Morning Time normalerweise allein und isst sein Lunch allein und lebt allein. Nugget, denkt aber darüber nach, dass wir Freunde sein können, wenn? Naja, wenn du dieses Nugget hier frisst. Das war's? Ja, ist das vergiftete Nugget. Hab ich vergiftet gesagt? Frisst das Nugget, Alter, ihr wisst doch eher, schon was abgeht. Okay, danach essen wir Nugget. Wir sehen uns dann. Okay, wunderschöner, kleiner, süßer Nugget. So, dann verticken wir den letzten, dann gehen wir mal schön rein in die Cafeteria. Okay, jetzt müssen wir schauen. Wenn ich jetzt zu Bugs gehe, was sagt der mir denn? Auf gar keinen Fall wird so ein kleiner, mieser Wurm in meiner Nähe sitzen. Ich möchte sowieso nicht neben dir sitzen. Okay, lass uns mal überlegen, Freunde. Also, Monty müssen wir loswerden und Bugs. Monty können wir loswerden. Dann gehen wir erstmal dahin. Ich möchte etwas kaufen. So, dieses McGlobsly-Meal, was ist das? Das ist irgend so ein Junkfood, aber es kommt in der Monstermon-Karte zusammen. Das wären dann 2,50. Okay, die 2,50 haben wir nicht, aber gut zu wissen, dass wir so eine Monstermon-Karte kriegen können nochmal. Ansonsten hatte der nur den Salat, ne? Ja, komm, Salat dort kaufen wir nicht. Dafür geben wir kein Geld auf, Freunde. Monty könnten wir jetzt loswerden, indem wir die Dings da... Na, ist die Frage, wie können wir mit der Slop-Verkäuferin? Hey, Süßer, wie wär's mit ein bisschen Slop? Haben Sie noch irgendwas anderes? Naja, das Menü ist sehr restriktiert jetzt seit der neuen Lebensregulation. Aber wir haben hier ein Schokoladending, Alter. Aber das ist ziemlich teuer. Schokoriegel für 10 Dollar, Alter. Warum ist denn der Schokoriegel so expensive, sie wunderschöne Lady? Naja, das ist alles so ein Teil der Regierung, Alter. Wisst ihr, die Regierung will nicht, dass ihr Kinder so fett seid, Alter. Ihr kleinen armen Dinger. Ihr verschwindet vor meinen Augen. Ja gut, dann lassen wir das, weil 10 Dollar haben wir definitiv. Ah, okay. Vielleicht, Nugget hat ja erzählt, dass normalerweise Bugs ankommt und ihn ausraubt, bevor er das vergiftete Nugget essen will oder so, ne? Da, ich erinnere mich, da war was. Dann gehen wir erstmal hier hin. Oh, Nugget ist sehr froh darüber, dass du zurückgekommen bist. Erzähl Nugget, wie das Nugget geschmeckt hat, war sehr süß und lecker. Hm. Ja, ich glaube schon. Konntest du das giftig schmecken? Warte, was? Nugget hat das Nugget vergiftet. Ich werde sterben. Naja, wahrscheinlich, oh. Oh, da hat Bugs geschmissen. Oh, Alarm. Naja, vielleicht, das kommt darauf an, was als nächstes passiert. was du als nächstes machst. Da habe ich mich mal wieder verlesen, Freunde. Bugs hat gerade Slop auf dich geschmissen, mein wunderschöner Nugget. Ja, das macht er jeden Tag. Aber heute hat Nugget Gift und du wirst dieses Gift an Nugget Bugs geben. Für den kleinen süßen Nugget. Warum sollte ich das tun? Weil Nugget dir sonst das Gegenmittel nicht gibt, damit du überlebst. Okay, und wie vergifte ich Bugs? Hier ist ein weiteres Nugget, das sieht so aus wie das Nugget, was du gefressen hast. Nur das hier ist viel mehr, naja, du weißt schon, potent. Das Gift ist viel mehr potent. Das Gift hat der richtige rote Bimmel, Alter. Los, bring Bugs einfach nur zu, das zu fressen. Okay. Aber beeil dich. Nugget glaubt, dass das Gift anfängt zu wirken, wenn die Glocke klingelt. Ich hasse dich, Nugget. Okay, dann müssen wir jetzt Bugs dazu bringen, unser vergiftetes Nugget zu fressen. Guck mal her, Bugs. Auf gar keinen Fall wird so ein Wurm wie du neben mir sitzen. Bitte stell keine Fragen und friss das hier. Was? Warum? Was ist das? Es ist ein Nugget. Ja, das kann ich sehen. Warum zur Hölle sollte ich ein Nugget geben, was du mir gibst? Weil du arm bist und weil du arm bist und Essen brauchst. Ansonsten siehst du aus wie eine Pussy. Was? Niemand hier denkt, dass ich eine Pussy bin, nur weil ich das Nugget nicht esse. Wer denkt das? Überlegen wir mal. Wen könnte er? Jerome? Aber Jerome ist nicht da. Fette will bestimmt mit Cindy zusammen sein, ne? Cindy. Was? Cindy denkt also, ich bin eine Sissy? Ja, also das glaubt sie schon, wenn du das Nugget nicht frisst. Ja, komm, gib mir das Nugget, Alter. Der zeige ich. Du hast es dir richtig gezeigt, Mann.
Ja, da ist Lili jetzt getriggert und haut ab. Wir gehen zurück zu Nugget und holen uns das Gegengift. Es ist vorbei! Wurde Bugs vergiftet! Es ist vorbei, wunderschöner kleiner Nugget. Wundervoll! Nugget ist sehr, sehr froh! Oh, da ist er tot. Freunde, das war's mit Bugs. Satz mit X, das Bugs wohl nix. Der war kacke. Wunderbar, Nugget ist sehr fröhlich. So, jetzt, so, jetzt ist er weg. Hier kriege ich. So, jetzt habe ich das Gegengift bekommen. Nugget ist sehr, sehr froh und will dir etwas zeigen nach der Pause. Wunderbar. Ja, Cindy ist auch los, das heißt, wir können auf jeden Fall runter. Jetzt gilt es. Ah, ist das die. Ja, doch, Monty. Doch. Das passt. Biscuitbälle, holt euch eure Biscuitbälle los, holt ihr euch, wenn sie noch warm sind. Sie haben Biscuit falsch geschrieben. Was, du kleiner wo hab ich das hin? Du kannst gar nicht lesen. Monty kann lesen. Na, den hol ich mir, den kleinen Pimmel, Alter, mit den Gläsern, Alter. Den knock ich jetzt aus, Mann. Der kriegt ich mich auf die Schnauze. Bam, 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 Schläge wird gegen. Ihr wisst, wie es weitergeht. So, Hey, Nerd! Jetzt klatscht er den Monty kaputt, wir kriegen gleich die Brille und mit der Brille können wir nach draußen gehen und dann müssen wir an die Tür klopfen, damit Lili verschwindet. Das habe ich doch richtig im Kopf, ne? Ist der Hausmeister, Alter, willst du mir das verkaufen? Nee, ich hab hier einen Grasag für dich, mein Junge. Zack, Abfahrt, klatsch, 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 bam, 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 richtig mies in die Schnauze, Freundchen. So. Der hat seine Lektion gelehrt, der wird niemand mehr korrigieren. So, jetzt nehme ich die Brille mit. Zack, 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 la, 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 la. Hey, mein Freund, guck mal, ich habe eine Brille für dich. Ist er tot oder, ja, was für eine Schande. Ist er tot? Was? Nein, ich habe ihn nur ein bisschen, naja, du weißt, ein bisschen verbogen. Nur in 1 bis 2 Jahren, Alter, geht ihm wieder gut, Alter. Der wird auch in Zukunft keine Probleme mehr damit haben, einen Parkplatz zu finden. Das ist in einer sehr langen Zeit, guter Mann. Ja, ich lass den alten Hausmeister einfach wissen, wenn noch irgendwas ist, wenn dich hier irgendwie noch wer meine Rechtschreibung korrigiert. Ich glaube, das wird so schnell wie nicht wieder passieren. Oh, hier die Brille, Alter, die ist dem kleinen Nerd aus der Schnauze geflogen. Okay, wunderbar. Dann gehe ich mit der Brille jetzt zur guten Slop Lady. Hey, wie geht's dir? Ich möchte ins Bade, ich möchte zum Badezimmer. Oh, naja, gib mir eine Brille, Alter, dann kriegst du sie. Jetzt haben wir aber nur noch ein Ding, ne? Aber das sollte eigentlich ausreichen, oder? Oh, das ist aber lieb. Vielen Dank für diese winzige, mir viel zu kleine Brille, Alter. Die werde ich mir schön in den Mund stopfen. Gerne, gute Frau. Ihr merkt übrigens, dass ich dement bin, wenn ich anfange. Kann ich hier noch was machen? Ich würde mich schlecht fühlen, wenn da nicht so ein kleiner Arsch war. Das macht Sinn, ja. Tschüss, Bugs. Haust du, ne? Viel Spaß noch. Gehen wir raus. Nein, 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 nein. Ich muss klopfen. Das ist die Tür vom Direktor, Alter. Klopfen. Was ist Essenszeit, Alter? Wer klopft an meiner Tür? Was machst du? Du wirst uns beide in Gefahr bringen. Nee, eigentlich nur dich, ne? Hey, was macht die Kinder hier draußen? Solltet ihr nicht in der Cafeteria sein? Was ist Eavesdropping, Alter? Jetzt muss ich mal kurz wieder recherchieren. Okay, lernen wir wieder was. Eavesdropping heißt so viel wie Lauschangriff. Man belauscht jemanden. Lilly hat sie belauscht, Alter! Wenn Lilly mich belauscht hat, was hast du dann gemacht? Ich habe an der Tür geklopft, damit sie Bescheid wissen, Alter. Ich bin ihr Freund, Mann. Ich habe ihnen doch heute Morgen schon eine Cindy serviert. Lili? Wir hatten das, Alter. Ich habe nichts damit zu tun, dass dein Bruder verschwunden ist, Mann. Warum lässt du mich nicht in Ruhe? Na, komm mal mit hier, Alter, in mein Office, Alter, und wir reden nochmal darüber, Freundchen. Diesmal reden wir Klartext, Alter. Ich habe fauststarke Argumente, die das belegen. Ja, dich sehen wir wohl nicht wieder. Ich wusste es, dass sie das waren. Eines Tages werde ich das beweisen können. Ich ne langsam, Alter, ich hab so eine Schnauze voll, Freundchen. Los, ab ins Office jetzt, Alter. Jetzt klatscht's, Mann. Tschüss, Lili. Bitte entschuldigen wir uns für einen Moment. Okay. Okay. Shit. Okay, danke, dass du mich das hast wissen lassen. Ich bin mir ziemlich sicher, ja, dass gerade die Glocke geschellt hat, Alter. Warum gehst du nicht raus und spielst ein bisschen? Sie sind im Blut. War das ein Schuss? Ja, okay, Bruder, ich sehe nichts Verdächtiges. Ich habe ja auch Blut im Gesicht, so. Ich stelle keine Fragen, Sie stellen keine Fragen. Alles easy. Okay, das war's, ich bin tot. Sehr schön, mein kleiner Lilly, Monty und Bugs, Alter, du hast sie. Das ist überwältigend, Alter, du hast jetzt diese 3 Goldsternchen verdient. Vielen Dank, gute Frau. Alter, ist das hier ruhig. So, und was jetzt mit Nugget? Hast du dich mit dem kleinen Maulwurf angefreundet? Ja, hab ich. Exzellent, los, geh mal runter in die Höhle, Alter. Guck mal, was da abgeht, Alter. Ja, da gehen wir jetzt runter. Holen den Hund von Cindy raus.
Er vertraut ihnen nicht. Warum gehen sie nicht? Die ist zu dick, hat sie uns erzählt. Na, ja, natürlich, Alter, vertraut er mir nicht. Bla, 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 bla. Ruf, geh runter und such irgendwas. Irgendwas, was ihn in Ärger bringt. Okay, okay. Ja, ja, das mache ich. Das mache ich. Hi, Nugget. Wunderschöner kleiner Pimmelkopf mit Ejakulat an der Außenwand. Danke, dass du gekommen bist. Wieso, wie Nugget dich danach gefragt hat? Nugget erlaubt normalerweise niemand darunter, Alter. Wir sind Nuggets geheime Nugget-Höhle. Nugget, lass mich in deine Höhle. Ich würde gerne in deine Höhle eintauchen, kleiner süßer Nugget. Ja, ja. Natürlich nur im Spiel, nur als Videospielcharakter und Höhle ist, damit meine ich auch nur die Höhle im Boden und nichts anderes, ihr kleinen, miesen, Schweinchen. Oink, oink. Warum hast du die Nuggets reingeworfen, damit wir schön das Weiche landen? Ab in die Nugget-Höhle, Freunde. Und während wir fallen, hol ich mir Orgelsch, mir schön mal Käffchen rein, Freunde. Boah. Okay. Ist die Frage, hatten wir die Monstermon-Karte jetzt schon? Aber eigentlich brauche ich ja... Komm, nehmen wir die Monstermon-Karte mal mit. Zack. Dann nehmen wir das Hündchen mit. Oh, das kleine Hündchen-Nugget hat vergessen, dass er vier ist. Ist er tot? Naja, du weißt schon, Alter, der ist einfach runtergeflogen, Mann. Dann machst du nichts. Nehmen wir mit. Dann will ich schon Nugget, Alter. Schöne Höhle, Alter. Erstmal schön ausgeraubt, so wie man das so macht in meinem Bekanntenkreis. Dann würde ich mal sagen, wir gehen hoch, Freunde. So. Ja, es ist wunderschön hier, Nugget, Alter. Ich gehe jetzt mal hoch, ne? So, jetzt gehen wir oben. Zur guten Frau. Hallo, Frau Jigglytits, Alter. Guck mal hier, Alter. Ich habe einen Hundekopf gefunden. Oh mein Gott, ist das Cindys Hund? Ah, das hat sie noch gar nicht gesehen. Jetzt hat sie es. Nugget! Was ist denn, große Frau Lehrerin? Hast du Cindys Hund umgebracht? Was? Nein! Nugget würde nie... nein! Aber Nugget ist doch sehr harmlos. Sie wissen doch, ich würde sowas nie machen. Hör auf mich anzulügen! Nugget lügt nicht. Nugget weiß, das war der Hausmeister, der das kleine Hundchen umgebracht hat. Nein, ich weiß, das weißt du, und Abfahrt jetzt. Ja, aber der stirbt dadurch doch nicht, weil da sind doch die Nuggets, gute Frau. Haben Sie sich das mal überlegt? Den Fall wird er doch überlegen. Egal. Oh mein, das war, naja, das war ein kleiner Unfall. Dop, 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 dop. Naja, das ging nicht so, wie es geplant war, aber naja, ich bin trotzdem sehr, sehr, sehr befriedigt mit dem Endergebnis. Hier, das kleine Goldsternchen hast du dir verdient. Oh, cool. Guck mal, jetzt haben wir schon 6 Goldsternchen. Oh, würdest du dir das mal anschauen? Der Spielplatz, das ist alles leer. Oh, du bist die ganzen Schüler. Die bist alle losgeworden. Und du hast 6 Goldsternchen gesammelt. Und jetzt? Jetzt kannst du früher nach Hause gehen. Kriege ich keine Belohnung? Oh, natürlich, deine Belohnung. Hier, da ist ein Special Lunch Pass, Alter. Ah. Du kannst es jederzeit benutzen, um Lunch mit mir zu haben. Das, ja, Freundchen, ey. Da mache ich mir aber, da werde ich mich nachher mal schön zusammen zu Hause ein bisschen abwaschen. Dann organisiere ich ein paar Kerzen, da werde ich aber... wunderschön wäre ich mit Ihnen etwas vernaschen, Freundchen. Das ist meine Art und Weise, um meine süßen kleinen Ratten dafür zu verteidigen, dafür, dass sie ihre Freunde verraten haben. Vielen Dank, Frau. Sie sind ein sehr schöner Mensch. Naja, und nachdem es halt nichts mehr gibt, was man unterrichten kann, dann bin ich weg, ne? Und was mit mir? Pass auf, Kind, Alter. Entweder du verdienst ja hier dein Goldsternchen oder du kannst weiter nach Hause laufen. Liegt bei dir, ne? Ja, gut, dann gehe ich nach Hause, ne? Tschüss. Schöner Tag. Okay, wir sehen uns morgen. Tüdelü. Wunderschön. Ja gut, dann würde ich mal sagen, dann haben wir tatsächlich mal den Tag geschafft. Wir haben die Story von der wunderschönen Miss Jigglytits durchgespielt. Das heißt, unserer Hochzeit steht nichts mehr im Wege und ich freue mich auf die Hochzeitsnacht, in der sie mich mit ihren Brüsten erdrosselt. In dem Sinne... Wir haben auch noch den Zaubererwurm, den haben wir auch noch abgegriffen, Freunde, das ist klar, ne? Dann würde ich sagen, das war eine wunderschöne Folge, wir haben etwas Wunderschönes erreicht. Ja, und ihr könnt ja gerne mal schreiben, wessen Story wir als nächstes angehen wollen sollen. Ich könnte mir halt wirklich Bugs vorstellen, dass wir mal schauen, was bei dem so abgeht. Oder wir könnten mal gucken, ob wir Nugget hier vielleicht ein bisschen Liebe geben können am Anfang, weißt du, indem wir dem Cindys Blume geben oder so. Schreibt es in die Kommentare, was wollen wir machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, haut rein.